Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Castlevania Port of Ruin mit mir, Leviathan 2. Ja, wir sind hier noch im Narrenland, der Zirkus-Gravitations-Schwarzes-Loch-Welt. Und ja, wir suchen noch ein bisschen Gegenstände, die uns das Leben erleichtern könnten, würden, dürften. Also ich habe keine genaue Vorstellung davon, was. Solange es hilft, ist mir alles recht. Und wie wir im letzten Part schon gesehen haben, oder jedes Mal, wenn wir diese Welt besuchen, ist sie recht gut dafür geeignet, um Gegenstände zu farmen. Sie hat es, glaube ich, schon mehrfach bewiesen, dass man hier einfach gut zu Gegenständen kommt. Hier eine Karte. Das sieht für mich aus wie der Joker. Yeah, Joker. Ich sah ein Männchen auf dem Bild, deswegen habe ich es gewusst. Bitte keinen ruckeln. So, jetzt müssen wir noch raus. Was ist denn der Joker? Eine Spielkarte. Okay. Ja, ich glaube, die Spielkarten werden dann auch mal noch wichtig für eine Quest vom Wind. Wenn ich mich recht erinnere. Jetzt ruckelt es hier gerade wieder so blöd. Ich weiß noch, beim letzten Part war es gerade so gut mit dem Ruckeln. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen besser. Hahaha. Das sieht cool aus bei dem Flohmann. Ich würde auch gerne wieder mal ein neues Buch für Charlotte haben. Da die Tristan und Isolde ist. Ich glaube, das hat sie schon mehrfach durchgelesen. Dort liegt etwas. Da muss ich reinspringen. Lustig. Ja. Stört das genauso wie euch. Relikte. Ach so. So, wieder ein bisschen besser. Ja, das ist Fraps, meine lieben Leute. Fraps Life sozusagen. So. Da war wohl wieder einfach zu viel los auf dem Bildschirm. Hier können wir speichern. Brauchen wir jetzt, glaube ich, gerade nicht. Auch die Leben sind momentan gerade nicht so notwendig. Mir wäre eher ein ruckelfreies Spiel lieber. Ich glaube, es liegt an den Flohmännern und an den Flammen, wenn es so tut. Dort ist etwas, dort will ich hin. Hätte ich auch das letzte Mal schon holen können, wenn ich nur weitergegangen wäre. Sehe ich gerade bei der Tram. Ja, Gott. Ja, ich habe dich auch.
Noch nur kurz. Das ist so nervtötend. Viel besser. Ja, yeah, wir können eine Handgranate schmeißen. Auch damit man es mal wieder gezeigt hat, die Granate. Jonathan! Ich bin hier der Let's Player, nicht du. So, gut. Top und hopp. Komm jetzt. Keine weiteren Lags, bitte. Ein Speer. Das blöde Harp hier. Ja. Wieder zurück, bitte. Vielleicht geht's hier wieder ein bisschen besser. Eindeutig. Okay. Dann gehen wir jetzt aber wirklich uns heilen. Oh, nicht speichern. So, wo können wir denn hin? Jetzt sind wir wieder da. Ja, ich weiß noch wo. Oh Gott, jetzt fängt es auch hier an. Oder auch nicht. Oder doch. Dann hier runter, hier runter. Ja, ich sehe jetzt eben durch die Karten, die ich gekauft habe im letzten Part, wo das hier schön war und wo noch nicht. Ich sehe, wie man dort unten zum Kleid kommt. Aber nichts. Einfach mal den Hang runter an den Skeletten vorbei. Ja, doch. Ja, da habe ich den Hund gleich mit erledigt. Blöde Bumerangs. So, jetzt haben wir die Ademieder. Komm runter. Runter. Gehen wir besser hier ran. Welcome. So. Gut. Wieder gegen die Killerhausmädchen. Ich frage mich, haben echt diese Hausmädchen was gegen Frösche? Ja, eindeutig.
meine Froscharmee. Ach, du legst keine Flammen mehr. Dort unten gibt's noch was. Unten habe ich auch noch freie Plätze gesehen. Ich sehe da einen Umriss. Ja, waren auch schon lange nicht mehr hier unten. Ich denke auch nicht, dass es heute jetzt noch große Gegner geben wird, die uns hier eine Gefahr darstellen. Eisschatten. Ah, immer noch der Froschwurz. So an die Explosion gewöhnt. Zauber. Eisfänge. Cool. Ja, ich bin wohl wirklich hier durchgegangen. Naja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Wie ein Idiot. Das könnte hilfreich werden. Jetzt auch noch ohne Lecken. Nee. Das ist wie der Albtraum, so ein ich räum dir den Weg. Schlammmänner. Da will jemand ausbrechen. Anna. Lass mich durch. Ihr seid dreckig. So, und hier noch gegen rechts könnte sich auch noch ein Geheimnis verbergen. Gehen wir einfach so schnell wie möglich zum nächsten Speicherpunkt. Und ich denke, dann können wir im nächsten Part weitermachen, wo wir stehen geblieben sind, auch wenn es nur gerade da der Meisterturm war, das glaube ich, ist dort. Ja, dem sind halt die Meisterturm. Gehen wir hier oben speichern. Und ja, in dem Sinne, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Castlevania Portrait of Ruin. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.